Jo Leute, was geht ab? Die News, auf die wir sehnsüchtig gewartet haben, die sind endlich da. Ich wurde auch ständig im Stream gefragt, wann wir endlich erfahren, wer der neue ER wird, wer das Voting gewonnen hat. Falls für die Leute, die nicht wissen, wovon ich gerade rede, vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen gab es ein Voting von Dokkan Battle, wo wir wählen konnten, welche Karte wir als nächste LR-Karte haben wollen. Und ganz vorne waren immer dabei Blue Vegetto und Beerus. Und jetzt gucken wir uns einfach mal das Ergebnis an, wer gewonnen hat. Wie wir sehen, Blue Vegetto hat gewonnen, Super Saiyan 4 Goku ist Zweiter und Beerus Dritter. Jetzt steht hier natürlich noch nicht drin, wann genau es soweit ist. Hier steht nur, wir sollen warten, bla bla bla, dass halt der nächste soweit sein wird. Was steht hier noch drin? Bla bla bla. Even next embrace ultimate power beyond anyone in the absolute realm of AR, bla bla bla. Okay. Ja, okay, das war die Voting Time. Das ist ja jetzt vorbei. Jetzt ist nur die Sache, die Diskussion besteht. Einige Leute sagen, es ist der Blue Vegetto, den man bereits ziehen konnte, den halt schon viele haben, wovon ich selber auch ausgehe und einige Leute, mit denen ich drüber geredet habe, auch. Die sind auch der Meinung, dass der bereits bestehende Blue Vegetto einen LR bekommt. Und dann gibt es wiederum die Front, die sagt, warum sollte Bandai einen LR-Charakter rausbringen, den bereits so viele Leute haben. Ist ein Argument, Bandai ist ja eigentlich schon so, komm, wir könnten jetzt nochmal einen Special Banner raushauen und so, dann featuren wir den, aber mit einer ganz, ganz schlechten Pull-Rate. Aber ich denke nicht, weil es stand ja drin, dass wir unsere Lieblingskarte wählen sollen, welche wir gerne als Legendary Rare haben wollen. Und deswegen gehe ich einfach stark davon aus, dass es der Blue Vegetto ist, den ich im Super Saiyan 4 Banner gezogen habe. Was ich auch sehr nice finden würde. Ich habe ihn jetzt auch fast Max SA. Und wäre schon auf jeden Fall ziemlich cool. Was denkt ihr denn? Ist es der bereits bestehende Blue Vegetto? Oder bekommen wir eine komplett neue Karte, die wir ziehen müssen, dass wir zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, wir ziehen eine Karte, wo Goku und Vegeta drauf ist. Die müssen wir TOR machen zu einem normalen Vegeta. Und dann LR ist dann halt Blue, der neue Blue Vegeta. Meint ihr, das wird so ein Banner sein, dass wir halt Viva Broly halt ziehen müssen, bla bla bla. Und dann halt Medals farmen, dies, das und weiter Dokkan Awaken. Oder ist es halt wirklich der bestehende und wir bekommen einfach, weiß ich nicht, irgendein krasses Event, wo wir, weiß ich nicht, 100 Millionen Medaillen fahren müssen. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ich wollte eigentlich jetzt nur kurz mal News raushauen, dass man endlich Bescheid weiß. Ich denke mal, dass wir mehr erfahren werden, wenn das 200 Millionen Download Special kommt. Ich denke, dass wir dann erfahren werden, ob es einen neuen Banner gibt oder ob der aktuelle Blue Vegetto ein AR wird. Alles klar, mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich versuche heute Abend noch einen Livestream zu machen. Kann es auch noch nicht versprechen, kann sein, dass ich nachher noch weggehe. Ich wünsche euch ansonsten einen schönen Montag. Die meisten haben ja Ferien. Bei mir ist schönes Wetter. Ich hoffe, bei euch auch. Genießt die Zeit. Ich bin raus. Peace.